auf zum nächsten Händler. Der Recke der Herzogin. Der aufrichtige Entschuldigung. Eine Wirtin. Esst, trinkt und seid lustig. So sprach der. Stiefel abstreifen vor dem Eintreten. Nicht schmatzen, nicht mit den Fingern essen, nicht mit dem Messer in den Zähnen stochern. Was? Ach, ich scherze nur. Du Herr bist offensichtlich nicht im Stall geboren. Willkommen in der Fasanerie, der besten Herberge im ganzen Herzogtum. Ich weiß, du hast zu tun, aber ein Ründchen Gwind? Wir bleiben bei Altbewährten. Oh, Monster. Verdammt. Natürlich kriegen wir wieder Rittersporn, wenn ich keine einzige Nahkampfkarte habe. Perfekt. Okay. Cool. Ja, die Masse macht's halt. Ich krieg endlich mal. Ich krieg keine Wetterkarte. Ah, klar. So, der ist super billig. Was hat denn der Waffe für eine Händenfähigkeit? Okay. Auch interessant. Alter, so viele Händenkarten wie wir haben, so viel kann er gar nicht haben. Außen durch die drei blöden Weiber. Eine Kami. Jetzt dann Rittersporn rein. Das wäre richtig fatal. Soll mir recht sein. Kairam, okay. Ich krieg genug zusammen, Leute. Könnte sogar technisch wieder zurückkommen, weil andere Spieler sonst die Karte was mir bedient. Die Herzogin, unsere wunderbare goldene Sonne. Verkaufst du auch so Quintkarten? Willkommen in der Fasanerie. Was gibt's denn heute? Dass hier keiner Quintkarten verkauft. Wenigstens Alkohol. Was ich für Alchemie brauche. Ja, den brauche ich auch. Alter, ich habe fast keine Kohle mehr. Verdammt. Alter, die habe ich gerade ausgenommen. Alter Schwede. Warte mal, ich verkaufe mal kurz was noch was. Bis später. Ich habe mal wieder was verkauft, dass wir nicht so arm sind wie die Kirchenhaus. Wir müssen echt dann wieder mal ein bisschen mehr Nebenquests machen. Keine Salben mehr. Wow.
So, wo geht's jetzt hin? Wir müssen echt wieder ein paar Quests machen für Kohle. Hier hoch. Und noch okay. Eine. Und noch eine. Kunst ist nicht das Brot, sondern der Wein des Lebens. Wenn die schlimmste Sünde ist, dann Milch. Stinkt ja der Herzogin und dem Ritterkodex. Nicht die Kackaschibak. Ich habe schon wieder zu viel bezahlt. Sei gegrüßt, Ritter. Du spielst wohl nicht zufällig Gwind, was? Er spielt Nilfgaard. Fast keine Einheitenkarten. Hoffentlich kriege ich dann meine Spione was. Ja, nicht ganz so wie auf Tappe. Alter. Skellig. Das war klar. Das war klar, was dann passt. Das spannend, weil es irgendwann wieder nichts bringt. Wo ist er? Hier. Stefan Skel. Der Haupt der Chef der spürbarsche Einheit. Ja, da kommt Thaler wieder. Schon, ob es sich so austricksen lässt. Glaub's zwar nicht. Aber mal schauen. Verdammt nochmal. Ich passe. Es ist mir zu viel. Aha. Verdammt, der. Oh, natürlich zieht er einen Elf. Und noch eine Heldenkarte, willst du mich? Okay. Schillert. Der bringt besser. Freundlich von dir.
Noch freundlicher von dir sogar. Das ist echt freundlich von dir, dass du einfach passt. Muss ich echt sagen, so haben wir eindeutig gewonnen. So konntest du das noch ins Gute wenden. König Pra, oh. Der Herzogin oh. Und dem Ritterkodex. Denen schwor ich Treue. So. Ah, eine, zwei sind noch hier. Die zwei machen wir noch. Und dann sind die anderen leider zu weit zerstreut. Was ist das? Schneider, okay. Sacre bleu, was für ein Fetzen. Du kommst ganz offensichtlich aus dem Norden. Wie bitte? Keine Ausreden. Was du brauchst, ist eine neue Garderobe. Mein Salon steht dir offen. Bitte, komm rein. In Stimmung für eine Partie Gwind? Oh nein. Er spielt auch mit der Karte. Eine von die muss weg. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Doch Mann, das artet wieder aus in den Kampf der Spione. Und der hat eine Heldenkarte. Und ihr wisst ja, Nilfgaard hat sehr, sehr starke Heldenkarten. Oh Gott. Ja, Leto. Der gute alte Leto von Guletar. Jetzt war nicht so extrem weh. Ich spiele mal Werner. Ja, natürlich hat er Schillert. Natürlich hast du Schillert. Warum sollst du denn nicht Schillert haben? Sehr gut, wir haben noch Stannis dazu bekommen. Ein Gauntlet bringt mir jetzt leider nicht sehr viel. Außer vielleicht erst ein Lockvogel. Noch einen so einen Reiter aus. Tu es. Nein, nicht Thaler. Aber danke. Muss echt sein. Danke für Thaler. Jetzt kommt der nächste Spiel. Ich sage, das war doch nicht. Okay. Interessant. Hmm.
Dann hat man mal den hier. Also den. Dann hat er vielleicht bei ihr. Okay. Kriegt man leider nichts. Alter. Sehr nice, sehr nice. Hätte es gleich spielen sollen. Hat er jetzt ein Horn? Naja, passt. Aus dem befürchteten Krieg der Spione ist zum Glück noch was Gutes draus geworden. Und es hat sich schon angebahnt. Ich weiß gar nicht, so beleidigt tun. Hoppla. Muss ich raus. Ich will hier raus. Junger Berserker. Ist das noch hier? Ne, ich will die hier. Hier hin. Weil die andere ist mir zu weit entfernt, meine lieben Freunde. Die grasen wir dann anders mal ab. Man kann den Fluss nicht mit einem Stock umdrehen. Setz dich um. Und da ist eine Stiege runter. Ich hoffe noch richtig. Ah, schon gut aus. Außer, dass wir nach oben müssen. Da. Da schaut's gut aus. Das Turnier. Komme ich zu spät, um mitzumachen? Wir haben noch einen Platz für jemanden, der bereit ist, die skellige Fraktion zu spielen. Bei dem Gesicht helfen noch keine Salben mehr. Ah, verdammt. Schade, das ist... Ich kann dir versichern, Skellige ist genauso stark wie die anderen Fraktionen. Sie wird bestimmt auch bald als Kanonsatz anerkannt. Ich weiß nicht. Ich neige eher zu Nilfgaard. Muss mal darüber nachdenken. Geralt von Riva. Ich habe gesehen, dass ein Gwent-Turnier angekündigt wurde. Da bist du hier goldrichtig. Ich bin Graf Martin Monnier. Ich organisiere das Turnier. Und zwar nicht nur zum Zeitvertreib. Es ist eine Mission, um die neue skellige Fraktion zu bewerben, die mein lieber Bruder geschaffen hat. Verstehst du? Die neuen Karten. Erzähl mir mehr darüber. Sie wurden gestaltet, um den Geist der Inseln einzufangen. Diese raue, brutale Schönheit. Uns werden berühmte Skelliger begegnen. Helden der Legenden, Berserker und Bestien. Bran Tyrsech ist natürlich der Anführer der Fraktion. Und die anderen berühmten Skelliger? Hjalmar und Ceres Ancret natürlich, wenn auch nicht gemeinsam. Dann Hemdal der Held, der geschätzte Druide Moissac und so weiter. Woher kommt die Idee mit der neuen Fraktion? Ist das nicht ziemlich aufwendig? Ich bin in ganz Beauclair als Gwent-Mäzen und Liebhaber bekannt. Genau wie mein Bruder, schon einige Zeit tot ist. Wir hatten noch eine weitere gemeinsame Leidenschaft, und zwar das Reisen. In unserer Jugend waren wir jahrelang auf See, unser Territorium erkunden, in allen möglichen Ecken der Welt. Was uns damals wirklich gepackt hat, waren die Skellige Inseln. Diese stürmische, fiebrige See, die sich selbstmörderisch gegen die Klippen wirft. Dieses Bild und zahlreiche andere, die ihm ähneln, haben meinen Bruder dazu inspiriert, eine neue Fraktion zu entwerfen.
Verdammt, die kommen nicht aus. Das Turnier. Wo muss ich mich anmelden? Hier bei mir. Einen Platz kann ich dir noch anbieten. Aber du müsstest die Skellige-Fraktion spielen. Weißt du, ich habe schon viele gute Spieler gefragt, ob sie die Fraktion übernehmen. Aber was sie nicht kennen, das wollen sie nicht. Sie wollen gewinnen. Daher bestehen sie darauf, mit ihren erprobten und gelobten Karten zu spielen. Um es kurz zu machen, du brauchst einen Deppen, der das Risiko auf sich nimmt und zeigt, dass mit Skellige nicht weniger zu reißen ist als mit den etablierten Karten. Am besten wäre es, mit den Karten deines Bruders das Turnier zu gewinnen. Wir verstehen uns ausgezeichnet, wie ich sehe. Sieh diese Trophäe, aufrecht und stolz. Wenn du siegst, ist sie dein. Nicht übel. Würde sich gut in meinem Haus machen, auf der Anrichte vielleicht. Danke für das Angebot, aber ich bin nicht zum Spielen aufgelegt. Wie schade. Aber Stimmung und Talent müssen ja nicht übereinstimmen. Und vielleicht überlegst du es dir noch. Das Turnier hat ja noch nicht angefangen. Vielleicht kann ich dich ja mit einem Satz skellige Basiskarten motivieren. Die übrigen behalte ich für mich. Denn ich werde auch die skellige Fraktion spielen. Danke. Bis dann. Da haben wir uns so gut rausgeritten von dem Turnier jetzt gerade. Das wollte jetzt noch nicht starten. Deswegen gibt es auch die Erklärung, warum keiner der Wirte skellige Karten verkauft. Wir schauen mal unsere Ausbeute an. Was skellige betrifft. Oh. Charma. Logos der Ehre. Blaujung-Logos, okay. Kriege des Ankrit-Clan. Zweimal. Dreimal sogar. Langschiff. Bogenschütze. Pirat. Holger der Schwarzhand. Donner. Hülderix. Garmik. Oder die Berserker. Okay. Kambi, okay. Da leider auch noch eines. Die müssen rein. Skjalde des Clans Akret. Hier, wisst ihr was? Nehmt die beiden Karten raus. Okay, brauche nur ein Matron, okay. Dann gutes Wetter raus. Ah. Was war jetzt drin? Genau, ein Nebel. Kein rein. Berserker bleibt drin. Der muss die Schwachen raus. Tut mir leid. Der kann drin bleiben. Die können drin bleiben. Die auch. Die, wenn ich mehr habe von die wäre cool. Ja, fürs erste schaut es gar nicht so schlecht aus. Aber. Das war jetzt mal fürs erste wieder mal der Gewinnpart von Witcher 3. Und wir werden wieder mit der Hauptquest wahrscheinlich weiterfahren. Die letzte Aufnahmesession für Zeit. Es ist jetzt spät. Die letzte Aufnahmesession sollte eigentlich schon vorbei sein. Ja, dann geht es das nächste Mal weiter mit einer normalen Hauptquest. Ich hoffe, ihr habt trotzdem noch immer eine Freude an den separaten Quint-Parts. Und ja, lasst uns eine Bewertung da, einen Kommentar da und vielleicht sogar einen Daumen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier bei der Witcher 3. Bis dahin, ciao!